Hermann Schausten Weinbergshäuschen. Dieser Platz in den ehemaligen Weinbergen ist dem begnadeten Walddomitologen, Naturkundler und Fotografen Hermann Schausten 19. Juni 1950 bis 12. Dezember 2010 gewidmet. Von Kind an ein begeisterter Liebhaber, vor allem was der Kreuscht und Fleucht in seiner vielgestaltigen Moselheimat, widmete sich Hermann Schausten nach früher berufsbedingter Verrentung ganz seiner grünen Leidenschaft. Autodidaktisch erwarb er sich ungeheures Wissen über Lebensräume, Tiere und Pflanzen im gesamten nördlichen Rheinland-Pfalz und war unbestritten der beste Kenner von Flora, Fauna zwischen Ahr, Nahe, Rhein und Westeifel. Mit untrüglichem Gespür für die Biotope gelangen ihm fantastische Naturfotografien in einer verblüffenden Brillanz und mit hohem ästhetischen Anspruch. Vorkommensnachweise vieler seltener Tierspezies wie Wildkatze, Uhu, Smaragdeidechse, Rotmilan, Segelfalter, Schlingnatter und vor allem Apollofalter, aber auch von Pflanzenvertretern wie Diptam oder Blauer Lattich sind untrennbar mit dem Namen Hermann Schausten verbunden. Auch hier in Hatzenport war er oft als Naturbeobachter unterwegs und riss uns alle mit seiner Begeisterung und seinem Können mit. Ein Nachruf von Manfred Braun und Jürgen Franzen endet: Sein unerwarteter Tod reißt ein Loch in die Naturschutzarbeit in seiner Region, das niemand schließen kann. Mit Hermann Schausten verliert Rheinland-Pfalz einen seiner letzten Waldornithologen. Er ist unersetzlich. Soweit dazu. Das Wingertshäuschen. Wie bei den meisten historischen Weinbergshäuschen an der Mosel handelt es sich auch hier um einen schlicht gestalteten Zweckbau. Er wurde im 19. Jahrhundert als Schutz vor Regen, Wind und Unwetter sowie Geräte und Materialraum errichtet. Zugleich diente das Häuschen in den Arbeitspausen dazu, wettergeschützt, Mahlzeiten einnehmen,
zu können und sich auszuruhen. Da es früher nur wenige ausgebaute Weinbergswege gab, waren besonders die höher gelegenen Steilflächen mühsam zu erreichen und wettersichere Unterstände daher von großem Nutzen. Dieses Weinbergshäuschen wurde auf, gegen und mit Felsgestein gebaut und oben durch ein Bruchsteingewölbe abgeschlossen. Ursprünglich vollständig in Trockenmauertechnik ausgeführt, erhielten einzelne Fugen später eine Mörtelfüllung.